keine ganz einfache Verbindung eigentlich. Volker Wissing war Weinbauminister in Rheinland-Pfalz. Jetzt ist er der neue Bundesverkehrsminister der Ampelregierung. Was heißt, dass nach 3 langen Legislaturperioden in CSU-Hand das Ministerium und der Verkehr bei der FDP jetzt zur Chefsache wird. Volker Wissing ist auf dem Weingut seiner Familie groß geworden. Er hat dann Jura studiert, Staatsanwalt, Richter geworden. Die Politik lockte ihn wieder in den Weinbau, diesmal als Minister. Als Bundesverkehrsminister setzt er sich für die Modernisierung ein. Er will den Fortschritt nach Deutschland bringen, dort, wo wir ihn richtig brauchen. Wir fragen, kann Deutschland zukunftsfähige Mobilität? Beat Balzli, der Chefredakteur der Wirtschaftswoche, wird jetzt Volker Wissing exklusiv entlocken, was er im Konkreten, im Verkehr und im Digitalen reißen will. Sie können Ihre Fragen an den Bundesverkehrsminister per Slido auch stellen. Los geht's. Ja, hallo Herr Wissing, schön, dass Sie heute bei uns sind. Herr Wissing, wir haben es gerade erfahren, Sie sind ein passionierter Weinliebhaber. Sind Sie denn auf der Langstrecke auch ein passionierter Bahnfahrer? Ich fahre gerne Bahn, finde die Bahn großartig und ich will mich als Verkehrsminister dafür einsetzen, dass sie noch attraktiver wird und noch mehr Anziehungskraft entwickelt. Sie finden sie großartig. Wenn Sie die Deutsche Bahn jetzt mal bewerten müssten, so mit 5 Sternen, wie viele Sterne würden Sie der Bahn derzeit geben? Jedenfalls haben wir sehr viel zu tun. Die Bahn muss mehr Attraktivität ausstrahlen, sie muss pünktlicher werden, sie braucht auch modernere Schienen, wir brauchen die digitalisierte Schiene, wir brauchen auch mehr Attraktivität im Güterverkehr. Also dort gibt es viele Verbesserungen. Aber wie viele Sterne? Also wenn Sie mich fragen, was das als Verkehrsmittel generell die Bahn an Sternen verdient, dann verdient sie 5 Sterne, weil es ein sehr klimafreundliches Verkehrsmittel ist, das uns auch sehr viel Nutzen bringt. Im Güterverkehr, weil es die Straßen entlastet, im Personenverkehr, weil wir große Strecken klimaneutral zurücklegen können. Also das ist ganz klar ein Premium-Verkehrsmittel. Aber Ihre Frage zielt ja darauf ab, genau, wie würden Sie die Bahn im heutigen Zustand bewerten? Und ich würde sagen, die Bahn hat sehr viel Tradition. Die Bahn hat auch sehr viel erreicht in den letzten Jahren. Aber was sie jetzt braucht, ist vor allen Dingen sehr viel Innovation. Und dann, jetzt haben Sie ganz, ganz, ganz lange gebraucht. Ich habe nur gefragt, 5 Sterne, ja oder nein? Ich habe Ihnen ja gesagt, also die Qualität des Verkehrsmittels verdient 5 Sterne. 5 Sterne, okay. 5 Sterne Qualität mit. Ich glaube ja, dass in diesem Land nicht viele Leute ihrer Lobeshymne folgen würden. Ich meine, die Bahn hat hier kurzfristiges Pünktlichkeitsziel im Fernverkehr von 80%, oder? Nur im ersten Corona-Lockdown 2020 erreicht. Vorher und danach lag man weit drunter. Die Bahn schafft also nur Höchstleistungen, wenn keiner mitfahren will. Das kann ja nicht Ihr Anspruch sein, oder? Das ist auch nicht mein Anspruch. Deswegen bin ich im Gespräch mit dem Bahnchef Lutz, um das zu verändern. Dazu brauchen wir aber Investitionen. Die Infrastruktur bei der Bahn ist sehr stark belastet. Und wenn wir mehr Pünktlichkeit und mehr Frequenz, auch mehr Geschwindigkeit auf die Bahn bringen wollen, dann müssen wir investieren, beispielsweise in die digitale Schiene, ETCS. Aber wir brauchen auch moderne Züge, die schnell fahren können. Deswegen habe ich vor wenigen Tagen auch den ICE 3 Neo freigegeben, mit dem wir kräftig investieren, um mit modernen Zügen schneller fahren zu können. Das bietet die Möglichkeit, bei kurzfristigen Verzögerungen auf der Fahrtstrecke das wieder einzuholen, damit der Zug pünktlich ankommt. Aber das Problem ist ja, dass diese Unpünktlichkeitstragödie, die spielt sich eigentlich schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten ab. Oder wir haben auf der Wirtschaftswoche zurückgeguckt, die letzten 25 Jahre, welcher Verkehrsminister und welcher Bahnchef was versprochen hat. Und es wurde eigentlich kein Versprechen eingehalten, egal wie viele neue Züge das man bestellt hat. An der kommenden Aufsichtsratssitzung im März dürfte ja bei Bahnchef Lutz auf der Traktatenliste stehen, ob er eine Lohnerhöhung kriegt. Weil letztes Jahr wurde das ja verschoben. Sollte man nicht eher darüber reden, ob die Bahnspitze ausgetauscht werden soll bei dieser Performance?
Also ich habe mit Herrn Lutz noch kein Gespräch über Gehälter geführt, sondern ich führe Gespräche über die Frage, wie können wir die Investitionen nach vorne bringen, damit die Bahn pünktlicher wird und damit sie mehr Angebot für die Fahrerinnen und Fahrer bietet. Aber ist er denn der richtige Bahnchef bei so einer Performance? Also ich rekapituliere nochmal, wir haben Lockdown, keiner will mitfahren und dann schafft die Bahn das Pünktlichkeitsziel, aber ansonsten nicht. Also es ist etwas einfach gedacht zu sagen, es ist eine Person, die alleine dafür verantwortlich ist, sondern das Problem ist, dass das Bemühen der Bahn und die Anstrengung von einem starken Team natürlich erkennbar ist, die Dinge voranzubringen. Das Problem ist, dass Investitionen notwendig sind und wir stoßen bei den Anforderungen, die wir heute an die Bahn stellen, mit den analogen Möglichkeiten an Grenzen. Wenn Sie sich im Güterverkehr beispielsweise anschauen, wie heute noch gekuppelt wird, im Grunde genommen wie vor 100 Jahren, dann zeigt das, das passt nicht mehr in die Zeit. Deswegen habe ich vor 2 Wochen etwa die digitale automatisierte Kupplung freigegeben, mit der solche Dinge künftig automatisiert und digitalisiert ablaufen. Ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren und nicht also Personaldebatten führen. Sie erhalten am Bahnchef Lutz fest. Das können wir hier festhalten. Also sein Job wackelt nicht. Sie finden, das ist der zukunftsfähige Mann für diese Bahn. Die Gespräche, die ich mit Herrn Lutz geführt habe, waren von sehr großer Offenheit und auch von dem erkennbaren Willen geprägt, gemeinsam mit der neuen Bundesregierung die Bahn nach vorne zu bringen. Und ich blicke nach vorne und will die Dinge jetzt verbessern. Zurückzuschauen und zu sagen, was ist in den vergangenen Jahren nicht gut gelaufen, ist sicherlich auch interessant. Das ist vielleicht auch eine schöne journalistische Aufgabe. Aber ich habe einen Auftrag, die Dinge zu verbessern und daran arbeite gut, ich gemeinsam mit Herrn Lutz, wenn es um die Bahn geht. Gut, wir gucken noch mal nach vorne mit einer anderen Personalie. Im Cargo-Geschäft ist man immer noch tief rot und Sirik Neguta ist die Chefin. Auch da ist für März an der Aufsichtsratssitzung eine Lohnerhöhung traktandiert. Ist auch nicht das richtige Signal, oder? Dass man überhaupt darüber diskutiert, da den Lohn zu erhöhen, wenn man so tief in den roten Zahlen ist. Ich habe auch mit Frau Neguta kein Gespräch über Löhne oder Lohnerhöhungen geführt, sondern mit ihr über die Technologisierung gesprochen. Die digitale automatische Kupplung ist ein Thema, mit dem wir die DB Cargo nach vorne bringen können. Und das konkret machen, das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Und Aber nochmal, Sie können der Frage ja nicht ausweichen. Das wird ja in einem Aufsichtsrat, wird das ein Thema sein. Sind Sie denn für oder gegen eine Lohnerhöhung von Frau Neguta? Weil das kommt aufs Tapet. Es ist in der Tat Sache des Aufsichtsrats und nicht Sache des Bundesverkehrsministers. Aber da haben Sie ja Ihre Vertreter drin, oder? Ich selbst sitze nicht im Aufsichtsrat und greife dem Gremium auch nicht vor. Aber ich glaube, wir sollten über die Dinge sprechen, die wir machen können, um die Attraktivität des Bahnverkehrs, des Schienengüterverkehrs zu verbessern. Und da gibt es so viel zu tun. Und darauf fokussiere ich mich. Okay. Und natürlich müssen wir die Menschen, die dort arbeiten, aber es gilt nicht nur für die Spitze, sondern all die Bahnerinnen und Bahner auch angemessen vergüten. Mhm. Wir brauchen Fachkräfte in diesem Bereich. Die Bahn leistet, was Personal angeht, sehr, sehr viel. Und deswegen spreche ich positiv über die Menschen, die dort arbeiten, weil ich ihnen unendlich dankbar bin, dass sie uns einen Verkehrsträger organisieren und zur Verfügung stellen, den wir dringend brauchen. Die Bahn besser machen, das ist eine Steilvorlage für mich. Ich meine, die Bahn soll ja die Wunderwaffe sein in der klimaneutralen Mobilität. Und dafür soll sie auch deutlich attraktiver gemacht werden. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben neue Züge bestellt. Aber es ist ja auch dieses große Projekt des Halbstundentakts zwischen den Metropolen ist ja im Raum. Ich stelle mir jetzt vor, wie soll die Deutsche Bank denn das hinkriegen, wenn sie schon jetzt den operativen Geschäftsbetrieb nicht im Griff hat? Also wie soll dann ein Halbstundentakt funktionieren? Also wir kennen sie aus der Schweiz, da funktioniert es, oder? Nicht, weil ich jetzt Schweizer bin, ich total neutral. Aber wie soll denn die Deutsche Bahn das schaffen, wenn jetzt schon die Pünktlichkeitsziele nicht in Ansätzen erreicht werden und dann einen Halbstundentakt, was ja den Komplexitätsgrad des Systems massiv nach oben treibt, oder? Also das Pünktlichkeitsthema treibt nicht nur Sie um, die Öffentlichkeit treibt auch mich um. Und es ist das zentrale Thema, mit dem ich über das ich mit der Bahn spreche. Schauen Sie, es hilft ja aber nichts, immer wieder zu beklagen, dass es so ist. Wir müssen es verbessern. Und da gibt es konkrete Dinge. Etwa wenn wir mehr in die Infrastruktur investieren, wird es besser. Allerdings haben wir ein Problem. Bei Infrastrukturinvestitionen haben wir Baustellen. Deswegen müssen wir überlegen, wie können wir das Baustellenmanagement so verändern,
so optimieren, dass es nicht zu Verzögerungen führt. Es ist ein Riesenproblem, dass man zu wenig Bahninfrastruktur hat, dadurch Verspätungen, dass aber beim Ausbau der Infrastruktur noch mehr Verspätungen kommen. Also solche Dinge müssen wir konkret angehen. Der Deutschlandtakt ist im Koalitionsvertrag angelegt. Und da brauchen Sie gar nicht neutral zu sein, da dürfen Sie ruhig stolz sein als Schweizer. Der ist natürlich auch der Schweiz entlehnt. Wir haben gesehen, was dort möglich ist und das hat uns auch beeindruckt. Und deswegen wollen wir einen Deutschlandtakt bei uns haben. Das bedeutet, dass wir künftig den Takt vorgeben und die Infrastruktur anpassen und nicht den Takt der Infrastruktur, der vorhandenen Infrastruktur unterordnen. So, und das ist das, was kommen wird. Und dazu brauchen wir viele einzelne Teile. Die Digitalisierung der Schiene, neue Züge, flexiblere Züge, also auch schnellere Züge, etwa der ICE 3 Neo. Wir brauchen auch besseres Baustellenmanagement. Aber die Wahrheit ist auch, dass Sie auf der Schiene nicht jede Verspätung vermeiden können. Genauso wie Sie auch im Pkw-Verkehr nicht jede Verzögerung durch einen Stau oder auch eine unfallbedingte Beeinträchtigung der Verkehrsstrecke vermeiden können. Aber ich will damit nicht die jetzige Situation relativieren. Mhm. Es muss besser werden. Und ich bin sicher, dass wir etwas in diesem Bereich, etwas deutlich Verbessertes erreichen. Aber Herr Wissing, das Argument mit mehr Infrastruktur, bessere Infrastruktur, mehr Züge, das ist ja keine Rocket Science, oder? Das hat man schon seit Jahren, hat man das gehört. Vielleicht braucht es ja für die Bahn einfach ganz einen anderen Ansporn, also einfach mehr Wettbewerb. Im Wahlkampf hat ja die FDP mal laut über eine Zerschlagung der Deutschen Bahn nachgedacht. Davon ist jetzt nur noch eine, Zitat, gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft übergeblieben. War es das jetzt mit der liberalen Offensive Nein. Bei der Bahn? Nein, ich bin auch nach wie vor der festen Überzeugung, dass wir mehr Wettbewerb brauchen. Im Bereich des Güterverkehrs hat der Wettbewerb schon sehr viel bewirkt. Im Bereich des Personenfernverkehrs haben wir beim Wettbewerb ein Problem. Das ist der Marktzugang. Die Investitionskosten, die Anfangsinvestitionen sind eine enorme Hürde für Wettbewerber der Bahn, um im Personenfernverkehr aktiv zu werden. Deswegen müssen wir uns zwei Dinge anschauen. Einmal die Bahnstruktur. Das haben wir im Koalitionsvertrag angelegt. Sie haben recht, dass das nicht das ist, was wir uns als optimale Lösung seitens der Liberalen vorgestellt haben. Aber es ist ein enormer Schritt. Und wenn wir den in dieser Legislaturperiode schaffen, dann kann ich sagen, dann haben wir viel erreicht. Einen großen Schritt in die richtige Richtung zu mehr Wettbewerb auf der Schiene. Der Zugang ist doch wichtig, dass Sie Wettbewerbe wie Flixtrain, dass Sie die pushen, oder? Die fühlen sich ja ein bisschen benachteiligt. Und auch für einen FDP-Minister ist der Flixtrain wäre ja dann seine Herzensangelegenheit. Mehr Wettbewerb auf der Schiene. Absolut. Und deswegen müssen wir uns auch mit der Frage befassen, können wir bei den Trassenpreisen etwas machen? Auch die stellen eine Zugangshürde dar. Aber da sieht man schon, wenn wir uns als Regulierer mit den Trassenpreisen beschäftigen, um Wettbewerb überhaupt erst zu ermöglichen, dass es nicht so ganz trivial ist bei Wettbewerb auf der Schiene. Also der Staat wird dort auch als Wettbewerbstreiber gebraucht und ich verstehe mich auch in der Rolle und das weiß auch Herr Lutz, weiß auch die Bahn und da haben die auch keine Angst vor, dass wir mehr Wettbewerb wollen und wir werden in dieser Legislaturperiode einen großen Schritt hin zu mehr Wettbewerb auf der Schiene gehen und dann sind wir noch nicht am Ende, aber einen ersten Schritt zu machen und nicht zu sagen, wenn ich nicht sofort alles erreichen kann, mache ich gar nichts, das glaube ich ist gut. Der Unterschied. Wir sind gespannt, wie weit das Sie kommen mit der Bahn, weil Sie haben ja einen harten Konkurrent, oder? Das ist der Individualverkehr, das ist der härteste Konkurrent der Bahn. Und der soll ja jetzt sukzessive auf E-Mobilität, E-Autos umgestellt werden, um das Klimaziel zu erreichen. 15 Millionen braucht es bis 2030. Greenpeace spricht gar von 20 Millionen. Jetzt, weil es da ein bisschen Verwirrung gegeben hat in den letzten Tagen, planen Sie denn jetzt mit Hybridautos oder nicht? Oder nur rein voll elektrisch? Also ich kann mit solchen Zahlen und Zielen nicht so wirklich viel anfangen. Mir ist es recht, wenn wir 15 Millionen voll elektrische Fahrzeuge haben. Mir ist auch recht, wenn wir Hybridfahrzeuge haben, mit denen wir mehr CO2 einsparen als mit der bisherigen Fahrzeugflotte. Jeder Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen im Individualverkehr ist dem Verkehrsminister herzlich willkommen. Und anstatt jetzt Debatten zu führen, wie genau sollen sich 15 Millionen E-Fahrzeuge zusammensetzen, finde ich es viel wichtiger, sofort damit anzufangen, die Ladesäuleninfrastruktur auszubauen. Dazu kommen wir noch. Aber wenn ich Sie jetzt so frage, dann ist ja Ihr Statement klar, Hybridautos,
Da sind sie auch dafür. Das ist eine Technologie, die sehr, sehr umstritten ist. Oder? Ich meine, viele Leute fahren dann die schweren Dinger mit dem viel zu kleinen Benzinmotor durch die Gegend und im Kofferraum liegt das Ladekabel verpackt noch. Oder? Und die Emissionszahlen sind grausam. Sie planen trotzdem mit diesen Hybridautos? Also es gibt keinen Verkehrsträger, der nicht in irgendeiner Weise umstritten wäre. Mhm. Das Problem ist, wir müssen uns die Sachen im Einzelnen anschauen. Bei den Hybridfahrzeugen ist es so, dass man damit einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten kann, wenn man nämlich überall dort, wo es möglich ist, elektrisch fährt und möglichst häufig lädt. Richtig. Und das kann man aber inzwischen auch erfassen und kann das auswerten. Und das ist auch auf europäischer Ebene so vorgesehen, dass man damit nicht einfach nur eine Batterie einbaut, sondern dass man auch später analysiert, wie stark ist denn diese Batterie eigentlich genutzt. Ich glaube, Sie fahren privat auch einen Hybrid. Ich fahre privat auch einen Hybrid. Der Hybrid ist ein Beispiel. Ich fahre zum Beispiel. Und das machen Sie dann schön brav? Also das machen Sie mit Benzin? Langstrecke, was Sie unter brav verstehen. Benzin, ich versuche immer brav zu sein, aber in der Stadt E-Auto, schön Ladekabel. Also das ich kann Ihnen sagen, dass mein Hybridfahrzeug, dass ich fahre das Hybridfahrzeug etwa mit 2 Litern. Mhm. Und das liegt daran, dass ich nicht immer ich fahre meistens batterieelektrisch. Und gelegentlich ist es eben so, dass ich dann noch für ein paar Kilometer den Verbrenner brauche, um die Reichweite zu haben. Aber ich halte das für einen sehr wichtigen Beitrag, einen Umstieg auch zu erleichtern vom Verbrennungsmotor, vom fossilen Verbrennungsmotor zum Elektromotor. Und wir sehen ja auch, dass die Reichweite der Hybridfahrzeuge sich erhöht. Mhm. Wir diskutieren jetzt sehr stark über die Frage, wie kann man die Besteuerung von Hybridfahrzeugen stärker danach ausrichten, in welchem Maße das Fahrzeug elektrisch oder mit Verbrennungsmotor gefahren worden ist. Solche Möglichkeiten gibt es heute. Ja, da bietet uns die Digitalisierung viele Chancen. Und deswegen finde ich es nicht gut, wenn wir solche Brückentechnologien wie den Hybrid, die uns helfen, den Umstieg zu schaffen, dass wir die schlecht reden. Und es darf nicht ein Entweder-Oder geben. Mhm. Aber gerade bei der individuellen Mobilität brauchen wir eine Vielfalt von Optionen. Und deswegen plädiere ich auch sehr stark dafür, dass wir technologieoffen agieren. Gleichzeitig aber, und da entsteht immer ein Missverständnis. Ich plädiere sehr stark für technologieoffenes Agieren und gleichzeitig für die möglichst frühzeitige und schnelle Nutzung der bereits vorhandenen Mobilitätsangebote im klimaneutralen Bereich, sofern sie denn den individuellen Anforderungen sind. Wir sind gespannt. Also die Hybridautos, ich glaube, die werden noch für viele heiße Diskussionen sorgen. Aber es ist ja verständlich, dass die Leute das kaufen, oder? Weil sie immer so ein bisschen Angst haben, komme ich denn überhaupt über die lange Strecke, wenn ich nicht noch einen Benzinmotor drin habe? Weil natürlich immer noch zu wenig Ladesäulen in diesem Land stehen. Derzeit werden pro Woche ungefähr 250 Ladesäulen gebaut. Man sagt, 2000 müssten es sein. Wie wollen Sie denn das schaffen? Indem wir dafür sorgen, dass mehr gebaut werden. Wir haben jetzt gerade eine große Ausschreibung auf den Weg gebracht. Gleichzeitig bin ich im Gespräch mit verschiedenen Akteuren, um sie zu sensibilisieren und zu motivieren und gemeinsam mit ihnen auch Finanzierungsmöglichkeiten zu entwickeln. Wir brauchen mehr Ladesäuleninfrastruktur, mehr öffentlich zugängliche Ladesäuleninfrastruktur, denn das ist für viele ein Fragezeichen. Wenn ich umsteige auf die E-Mobilität, habe ich dann wirklich überall die Chance, zeitnah mein Auto aufzuladen. Aber die Ausschreibung, die Sie erwähnen, die ist ja auch sehr umstritten, weil offenbar nur Ladesäulen auf Parkplätzen ohne Gastronomie ausgeschrieben werden, weil sonst Tank und Rast ja Monopol hat. Also sprich, die Leute, die sich bewerben für diese Ladesäulennetze, die sind ein bisschen unzufrieden. Oder? Für mich, nein. Also zunächst ist ja klar, dass die bewirtschafteten Rastplätze Ladesäulen haben werden und zwar viele Ladesäulen haben werden in Zukunft. Es gibt dort auch schon viele. Richtig, aber so, und dann stellt sich aber die Frage, wie viel Fläche haben wir denn daneben noch an der Autobahn, um eine breite Zugänglichkeit zu Ladesäuleninfrastruktur zu schaffen. Und da haben wir gesagt, es gibt eben auch unbewirtschaftete Parkplätze, die dem Staat gehören und an denen er eine Verantwortung hat, Lademöglichkeiten zu schaffen. Wenn ich dann höre, dass man dann dort aber keinen Kaffee trinken kann, ja, das ist so. Dafür haben wir dann eben die bewirtschafteten Flächen. Wenn ich also laden und auch rasten oder Kaffee trinken oder was essen möchte, dann habe ich die Möglichkeit an einem bewirtschafteten Rastplatz.
Aber wenn dort kein Platz frei ist oder ich gar nicht das Bedürfnis habe, etwas zu essen, dann ist es doch sinnvoll, dass wir zusätzliche Ladesäulen an unbewirtschafteten Rastplätzen schaffen. Also was daran schlecht sein soll, erschließt sich mir, ehrlich gesagt, kein bisschen. Da müssen Sie mit diesen Firmen sprechen, die sich gerade enorm beklagen. Was mich ja umtreibt bei diesem ganzen Thema ist, der Staat hat ja paradoxerweise schon die E-Auto-Forschung hochprofitabler Milliardenkonzerne subventioniert. Macht die Industrie auch in Sachen Ladeinfrastruktur zu wenig und ruft zu oft nach dem Staat? Ich habe jedenfalls sehr früh daran erinnert, dass die Automobilindustrie mit in der Verantwortung ist. Also das ist nicht nur eine Bringschuld des Staates. Wir sind dafür zuständig, dass Infrastruktur aufgebaut wird. Aber in einer sozialen Marktwirtschaft kann das keine einseitige Bringschuld des Staates sein, sondern das muss mit der Wirtschaft gemeinsam entwickelt werden. Deswegen bin ich auch mit dem VDA, den Automobilherstellern, bin ich in engem Austausch. Ich sehe dort aber auch klar, dass man das Thema verstanden hat. Die sind in Gesprächen mit den Mineralölkonzernen wollen, das halte ich auch für richtig, gemeinsam eine Lösung für die Frage entwickeln, wie kann der Umstieg vom fossilen Verbrennungsmotor auf die E-Mobilität, wie kann das gemeinsam gelingen? Denn dort sind ja auch Flächen vorhanden. Und ich meine, wenn wir künftig weniger CO2 emittieren wollen im Individualverkehr, weniger Mineralöl verbrennen, dann macht es doch Sinn, dass auch die Mineralölgesellschaften sich mit der Frage beschäftigen, was können wir denn dann anstattdessen anbieten? Und solche Gespräche finden statt und das unterstütze ich sehr. Ja, mit der E-Mobilität kommt ja auch der nächste Digitalisierungsschub, oder? Am Schluss haben wir noch autonom fahrende Autos. Das wird die ultimative Herausforderung sein, vor allem für ein Land mit so vielen Funklöchern. Meine, laut Ihrem Ministerium sind Autobahnen und wichtige Zugstrecken vollständig mit LTE abgedeckt. Bürgerinnen und Bürger leben dagegen Deutschland oft so als netzfreie Zone. Wie kommen Sie zu einer solchen Aussage, dass eigentlich alles in Ordnung ist an den Haupttrassen? Ja, es ist nicht alles in Ordnung. Wenn Sie erlauben, will ich noch mal ganz kurz auf die Bahn zurückspringen. Dort hat man auch ein großes Problem mit Funklöchern, was aber nicht daran liegt, dass überall Funkmasten fehlen. Es fehlen auch Funkmasten, aber es liegt auch daran, dass beispielsweise die Scheiben der Züge die Funksignale nicht durchlassen, weil die mit einem besonderen Wärme- und Lichtschutz ausgestattet sind. Das sind Probleme, die man technisch lösen muss. Das hat aber nicht was mit Mobilfunkinfrastruktur zu tun. Aber der Bürger, der in der Bahn fährt, der empfindet das natürlich genauso wie ein Funkloch. Wir haben dieses Problem jetzt mit dem ICE 3 Neo gelöst, indem wir dort neue Scheiben eingebaut haben, die Funksignale durchlassen. Solche Dinge muss man auch auf den Weg bringen. Also ich will damit sagen, mit dem Beispiel, es ist nicht immer so, dass ein Funkmast fehlt, aber es fehlen Funkmasten und diese weißen Löcher müssen geschlossen werden in Deutschland. Da sind wir dran. Wir werden eine Gigabit-Strategie vorlegen. Was ist denn der Zeitplan für diese Löcher? Ich meine, auf die Schließung dieser Löcher warten wir ja alle schon sehnsüchtig nach Jahren. Die Gigabit-Strategie wird fertiggestellt sein der Entwurf wird fertiggestellt sein im ersten Quartal 2022. Dann gehen wir in die Abstimmung mit den anderen Ressorts und wollen dann zeitnah in die Umsetzung gehen. Ich habe auch angeordnet, dass in einem engen Austausch mit den Ländern das dann gemacht wird und zwar regelmäßig nachgehalten wird. Das muss jetzt zügig aufgearbeitet werden. Jedes Funkloch in Deutschland hat eine eigene Geschichte. Das ist nicht trivial. Ich weiß das aus eigener Verantwortung. Ich war, wie Herr Esser gesagt hat, ja nicht nur Weinbauminister, sondern auch Wirtschafts- und Verkehrsminister in einem Land und war dort auch für den Mobilfunkausbau zuständig. Ich kann Ihnen sagen, jedes Funkloch hat eine eigene Geschichte, eine eigene Begründung, eine Ursache und da muss man ran. Da gibt es beispielsweise die Frage, moderne Verlegetechniken von Glasfaser, sind die ausreichend reguliert, sodass auch Haftungsfragen geklärt sind. Manche Kommunen zögern, Genehmigungen dafür zu erteilen und. Also man könnte eine Stunde über solche Themen... Das klingt wieder nach einer sehr deutschen Geschichte, oder? Weil andere ja, aber wissen Sie, ich finde es immer schade, wenn man diese konkreten Lösungsmöglichkeiten, wie beispielsweise neue Verlegetechniken, sauber regeln, damit Haftungsfragen geklärt sind und die Kommunen nicht mehr zögern, Genehmigungen zu erteilen. Das klingt wahnsinnig trocken, ist aber eine Lösung, um Funklöcher zu schließen. Was keine Lösung ist, Funklöcher zu schließen, ist sie einfach nur zu beklagen. Das haben wir jetzt lange genug gemacht und jetzt müssen wir in die konkrete Umsetzung gehen. Man sagt mir eine Detailverliebtheit nach, aber das ist nicht so, dass ich das ganz toll finde, jetzt mich nur mit Details zu beschäftigen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die Details immer ein Beitrag sind, eine Lösung zu erarbeiten. Das ist wie bei einem Mosaik. Das einzelne Steinchen gibt kein Bild. Wenn Sie sich aber die Mühe machen, es zusammenzubringen,
zusammenzusetzen. Dann haben sie viel Kleinarbeit gemacht und am Ende haben sie etwas Wunderbares geschaffen und das gilt auch hier. Dann hoffe ich, dass Sie nicht so detailverliebt sind und jede Geschichte von jedem Funkloch nachrecherchieren. Ich meine, Sie sind ja faktisch der Digitalminister, der Digitalisierungsminister, nachdem es mit dem echten Digitalministerium nicht geklappt hat. Sind Sie froh, dass sich Kanzler Scholz für das Thema kaum interessiert? Das ist nicht mein Eindruck, dass er sich dafür nicht interessiert. Ich habe jedenfalls während der Koalitionsverhandlungen viel mit ihm darüber gesprochen. Aber er hat doch alle Zuständigkeiten aus dem Kanzleramt rausdelegiert. Das heißt nicht, dass er sich dafür nicht interessiert. Vielleicht traut er mir einfach nur zu, dass ich die Dinge umsetze. Dass Sie das Beste verstehen. Ich meine, die deutsche Wirtschaft, die interessiert ja vor allem eine Frage. Sie haben es vorher schon erwähnt. Wann kommt denn die von Ihnen versprochene Gigabit-Strategie? Ja, wie gesagt, Ende des ersten Quartals wollen wir einen Entwurf vorlegen und dann in die Abstimmung gehen und natürlich in der ersten Jahreshälfte 2022 das Ganze beschließen. Wir brauchen mehr Ausbau in dem Bereich. Wir brauchen Glasfaser überall dort, wo Menschen leben, arbeiten, sich bewegen und aufhalten. Das ist eine wichtige Aufgabe. Und weil Sie Digitalisierung angesprochen haben, ich will beispielsweise, dass Deutschland im Bereich des autonomen Fahrens nicht irgendwie auch mit dabei ist, sondern mein Ziel ist, dass wir Number One in the World sind, also das erste Land, in dem Level 4 Anwendung im Alltag bundesweit flächendeckend möglich ist. Das ist mein Ehrgeiz und das will ich in diesem Jahr noch erreichen. Und Sie glauben nicht, dass uns China da auch überholen wird? Nein, ich glaube, dass wir schneller sein werden als China und ich setze alles daran, dass das gelingt. Deutschland ist nach wie vor ein Technologiestandard, um den die Welt uns beneidet. Wir dürfen jetzt nur nicht uns mit dem Beklagen der Probleme, die wir in der Vergangenheit nicht aufgearbeitet haben, aufhalten, sondern wir müssen sie lösen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, schneller zu sein als andere. Und das ist das, was wir jetzt machen müssen. Die Transformation im Automobilbereich ist eine Herkulesaufgabe. Es wird eine große Kraftanstrengung, aber darin liegen auch große Chancen. Wir bauen heute die besten Verbrennungsmotoren der Welt. Wir können morgen die besten autonom fahrenden Fahrzeuge der Welt bauen. Und damit haben wir unseren Wettbewerbsvorteil im Automotive-Sektor gesichert. Und wenn wir das Ganze mit Klimaneutralität kombinieren, dann sind wir ein Vorzeigeland im Klimaschutz und bleiben das Automotive-Land Nummer 1 in der Welt. Genau. Falls die Chinesen Ihnen keinen Strich durch die Rechnung machen. Ich möchte mal schnell zurück zur Gigabit-Strategie. Was werden denn die Kernpunkte daran sein? Was sind die wichtigsten Kernpunkte? Wir brauchen wir brauchen Klarheit dort, wo wir in der Regulierungsbereich keine Klarheit haben. Wir brauchen gemeinsame Ziele, die wir nachhalten und die wir mit den Ländern, die wir nachhalten und die wir erreichen. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir bei der nächsten Ausschreibung bessere Anreize setzen, damit Funklöcher gar nicht entstehen oder dort, wo sie vorhanden sind, geschlossen werden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt ja Bereiche in Deutschland, die viel kostspieliger mit moderner Technologie versorgt werden können als andere. Wenn Sie sich anschauen, die Länder, die sehr hügelig sind, große Flächenländer, die nicht dicht besiedelt sind. Da ist es für Mobilfunkanbieter sehr kostspielig und wenig attraktiv zu investieren. Staaten wie Berlin, die sehr leicht erschlossen werden können, wo viele Menschen auf kleinem Raum leben, sind für weniger Geld zu erschließen und man erreicht viele Kunden. Und diese Frage müssen wir uns jetzt stellen, wie gehen wir künftig damit um, dass wir nicht nur dort, wo es sich finanziell für die Anbieter lohnt, schnell Ausbau erreichen, sondern auch dort, wo es eben aufwendiger, kostspieliger ist und die Kundenpotenziale geringer sind. So, diese Fragen müssen wir uns stellen. Da gibt es die Möglichkeit, Negativausschreibungen zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit, Auflagen mit der Ausschreibung zu verbinden. Es sind auch Diskussionsbeiträge geleistet worden, Ausschreibungen zu verlängern mit entsprechenden Auflagen. All das muss geprüft werden. Klar ist aber auch, wir können es nicht gegen, sondern nur mit den Anbietern machen. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich alle auch dieser Verantwortung stellen. Denn was in den nächsten Jahren für Chancen im Bereich der Digitalisierung auf uns zukommen, das haben, glaube ich, viele jetzt verstanden. Und deswegen müssen wir hier auch Gas geben. Ich meine, im Ranking der Staaten mit dem schnellsten Internet liegt Deutschland derzeit auf Platz 25. Wo wird Deutschland nach 4 Jahren Ampel liegen? Das weiß ich nicht. Jedenfalls ist mein Ziel, dass wir nach vorne kommen. Der Anspruch dieses Landes muss immer sein, in der Champions League zu spielen. Wir sind
die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Wir sind ein Global Player in Innovation und deswegen brauchen wir auch im Bereich der Digitalisierung Global Player Standard. Das ist der Anspruch. Also ich lege die Latte da mal nicht so hoch. Sie schaffen es unter die ersten 20? Also das ist mindestens das Ziel. Ich glaube, mindestens? Ja, also schauen Sie, ich habe es Ihnen doch klar gesagt, ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland muss in diesen Bereichen, wo wir alle wissen, davon hängt unser Wohlstand ab, muss ein Global Player sein im Bereich der Spitze. Und deswegen finde ich das nicht anspruchsvoll genug zu sagen, wir wollen von Platz 25 auf Platz 20, 19, 18. Eigentlich müssen Sie in den Top 10 sein. Immer die Top 10 sein, richtig. Das Ziel muss immer die Top 10 sein. Und jetzt schauen wir gemeinsam, wie wir mit einer Gigabit-Strategie dieses Ziel erreichen. Aber ich will auch sagen, es gibt viele Bereiche, wo wir heute noch sehr weit vorne sind. Und es gibt auch Zukunftstechnologien des autonomen Fahrens angesprochen worden, wo wir die Chance haben, Number One zu werden. Und das ist der Anspruch, den ich habe. Herr Wissing, wir werden Sie dann messen. Deutschland in den Top 10 in 4 Jahren. Top, die Wette gilt, würde Gottschalk sagen. Herr Wissing, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.